Servus Leute, ich bin's der Tabako und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr angeschaltet habt und heute gibt es ein Video zum Team of the Year Voting System. Dieses Jahr passiert etwas, was in FIFA noch nie passiert ist. So wie es aussieht, ist nicht hundertprozentig sicher. Darüber werden wir gleich reden. Und ihr habt gesehen, vor kurzem hatte ich ja schon ein Team of the Year Video hochgeladen. Das hat fast 100.000 Klicks. Also Jungs, danke dafür, dass ihr so aktiv seid. Macht mega Bock zur Zeit. Und ich würde mich wieder auf diesem Video freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und einen Kommentar schreiben würdet. Würde mich mega unterstützen. Und seit FIFA 09, glaube ich, bis FIFA 17 gab es jedes Jahr das gleiche Team of the Year. Also es wurde immer von den FIFA X11 gewählt. Es waren Manager, es waren, ich glaube, Kapitäne und so weiter und so fort. Deswegen ist auch am Ende immer so Spieler wie Iniesta drin gewesen, obwohl das vielleicht dieses Jahr jetzt nicht unbedingt verdient hat. Deswegen ist vielleicht auch Daniel Alves jetzt im Team of the Year bei diesem World 11. Aber Jungs, so wie es aussieht, wird es dieses Jahr was ganz Neues geben und darüber werden wir jetzt reden. Die Leaks, über die wir jetzt reden werden, sind übrigens von einer spanischen Seite, die heißt Todo Ultimate Team. Und die ist bis jetzt immer sehr zuverlässig, könnt ihr auch mal selber nachschauen. Die haben eben schon viele Leaks rausgehauen, die auch eben gestimmt haben. Deswegen könnte das Ganze sein, dass wir diese Spieler wirklich selber wählen können. Wir als Community, als FIFA-Casual-Spieler, als irgendwelche Randoms können einfach vielleicht das Team of the Year wählen. Was aber sehr wichtig ist, wir können Spieler wie Martial, wie Jesus, Bakayoko und, die können wir nicht wählen, sondern nur Spieler, die wirklich in dieser Top 55 vorhanden sind. Und die werde ich euch jetzt gleich zeigen, Freunde. Jedes Jahr wählen 25.000 Trainer, Spieler, Kapitäne und so weiter auf jeden Fall die Top 11 aus. Dieses Jahr ist das natürlich wieder passiert und das Team habt ihr ja bereits gesehen mit Bonucci, mit Dani Alves. Gab ja viele, die in die Kommentare geschrieben haben, hey Tabak, Digga, was machst du mit Bonucci in der Innenverteidigung? Den habe ich nicht, ich gewählt. Und eben kurz zusammengefasst steht am Ende noch einfach, dass dieses Jahr die Community, die FIFA-Szene einfach 11 Spieler wählen kann von diesen 55. Jetzt springen wir rüber zur nächsten Übersetzung. Und diese ganze Veranstaltung wird am Montag stattfinden, dem 8.1. Also das ist jetzt übermorgen. Da wird man anscheinend anfangen können zu wählen. Wir wissen noch alle nicht wie und wo und was. Werden wir alles sehen. Und das Ganze wird dann released. Am 15. kommen dann die Team of the Year Spieler. Wäre einfach mega nice und wir springen jetzt, ohne weiter zu reden, einfach zu den Spielern rüber. Hier legen wir los mit den Torhütern. Buffon ist eigentlich der Sieger von den 25.000 Wählenden. Aber wir haben hier noch De Gea, Manuel Neuer, Navas und Oblak. Ganz realistisch gesehen finde ich, Oblak hat nicht so viele Chancen, Atletico hat nicht so viele Titel geholt. Ich will jetzt auch nicht so viel über die Spieler reden, weil es echt viele gleich gibt. Eben 55. Aber nur kurz meine kleine Prediction. Navas mit Real Madrid hat dann die Champions League gewonnen, aber ist allgemein nicht der beste Torhüter der Welt. Ist ein solider Torhüter, aber keine Frage. Und dann haben wir Manuel Neuer, war eben sehr viel verletzt, wird denke ich mal auch nicht gewinnen. Und dann haben wir De Gea und Buffon, würde so ein Zweikampf werden, wenn die Community natürlich entscheiden würde. Wäre auf jeden Fall interessant und stellt euch mal vor, so ein De Gea Team of the Year wäre einfach zu nice. Buffon würde man es natürlich auch gönnen, weil er es einfach verdient hat, den man auch einfach wirklich sehr gerne hat und der seine Karriere jetzt bald beenden wird. Und jetzt springen wir rüber zu den Verteidigern und hier gibt es wirklich viele Kandidaten, die es sein können. Ihr seht Sergio Ramos, Piqué, Pepe, Marcelo und, Alter, David Luiz, Lahm, Hummels, Chiellini, Godin, Carvajal, Bonucci, Boateng, Alves, alter Schwede sind es viele Spieler. Auch Umtiti am Start, der wirklich eine überragende Saison spielt, Valencia von Manchester United. Stellt euch diese Karte vor. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn die Community jetzt wählen würde, würden viele, denke ich mal, Valencia nehmen, weil er einfach der krankeste Rechtsverteidiger ist in dem Spiel. Ich meine, sein Inform allein kostet schon, glaube ich, 600.000, 700.000 Münzen, das ist unbeschreiblich. Jordi Alba natürlich wäre auch eine super geile Karte. Carvajal, ich meine, Team of the Year Spieler sind sowieso alle krank, weil sie einfach übertrieben kranke Stats haben. Und ich denke mal, wen man da raushauen könnte, wäre zum Beispiel Pepe, spielt jetzt bei Besiktas, der wird auf jeden Fall nicht ins Team of the Year kommen. David Luiz spielt auch nicht so eine gute Saison. Philipp Lahm hat seine Karriere beendet, wird auch nicht, denke ich mal, reinkommen. Hummels hat stark gespielt, der könnte theoretisch noch reingeworfen werden. Ich finde auch, Hummels ist vor Boateng auf jeden Fall. Dann Daniel Alves ist ja im eigentlichen Team of the Year, den würde ich auf jeden Fall raustun, weil ich finde, dass das nicht ganz hundertprozentig verdient hat. Vielleicht einfach mal ein Innenverteidiger auf die Rechtsverteidigerposition, das wäre übel nice. Dann würde zum Beispiel Hummels reinrücken. Ich meine sogar, das gab schon mal, dass es keinen Rechtsverteidiger gab, sondern dann drei Innenverteidiger. Will mich nicht festlegen. Aber Chiellini könnte man auch raushauen. Godin auch, denke ich mal, werden es nicht sein. Jordi Alba hat jetzt letztes Jahr auch nicht so viel gerissen, obwohl er natürlich ein Weltklasse-Verteidiger ist. Und auf links würde ich auf jeden Fall Marcelo setzen. In die Innenverteidigung ist Ramos auf jeden Fall safe, würde ich mal sagen, dabei. Und dann könnte man noch Hummels dazu tun, wäre einfach mega verdient und mega nice. Ja, auf der Rechtsverteidigerposition oder vielleicht zum Spieler wie Valencia. Er hat keine Titel jetzt mit Manchester United großartig geholt. Aber wenn die Community entscheiden würde, wäre das einfach absolut ein kranker Spieler. Schreibt übrigens in die Kommentare euer Team of the Year rein. Wäre richtig interessant zu sehen, was ihr so denkt, wer da alles reinkommen könnte. Und dann können wir so ungefähr nachschauen, die Kommentare alle durchlesen, welche Spieler so am meisten genannt werden. Und jetzt geht's rüber zu den Mittelfeldspielern. Da sehen wir schon mal Matic, interessanter Spieler, hat jetzt beim Menü auch nicht so viel gerissen, aber ist ein richtig guter, starker Mittelfeldspieler. Ich denke aber nicht, dass es ins Team of the Year schaffen würde. Dann haben wir noch Luka Modric,
Der wird hoffentlich ins Team des Jahres kommen. Wäre auf jeden Fall verdient, finde ich. Özil, meiner Meinung nach unkonstant. Manche werden sagen, der hat es verdient. Ich persönlich würde es jetzt nicht sagen. Also von diesen ganzen Spielern, ihr seht hier Pogba, Vidal, Verratti, Coutinho, Hazard, Iniesta, Isco, Kanté, Kroos, Thiago und, Busquets und Casemiro. Alter Schwede, das sind richtig geile Mittelfeldspieler. Hier würde ich mich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auf jeden Fall für Kroos entscheiden. Er ist meiner Meinung nach der beste Mittelfeldspieler, den es zurzeit gibt auf der Welt. Dann nebenan sein Teamkollege Modric natürlich, Jungs, Luka Modric ist natürlich am Start. Und dann haben wir noch Kanté. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der gewählt werden würde, weil schaut euch seine Karte an und stellt euch mal die Stats vor, die er hätte mit ungefähr 88 Tempo oder so, 95 Defense, 92 Physis. Wäre einfach brutal, den zu sehen. Ja, ich denke mal, die drei sind eigentlich ziemlich gute Wahl. Schreibt wiederum eure drei Mittelfeldspieler in die Kommentare, nicht vergessen. Und jetzt geht's rüber noch zu den richtig kranken Stürmern, Mann. Oh mein Gott, schaut euch diese Karten an. Ronaldo, Griezmann, Dybala. Stellt euch die Dybala. Dybala ist Team of the Year-Karte. Und dann haben wir noch Bale, Cavani. Cavani hat es auch übel verdient. Aber man kommt halt von diesen drei Stürmern vorne nicht weg. Und das sind Messi, Neymar und Ronaldo. Wen willst du sonst reinstellen? Also ich finde, du kommst von diesen drei Spielern nicht weg. Ich meine, wenn wir jetzt als Community wählen können, dann könnten wir sogar, das wäre unglaublich, gell? Ich stelle mir das gerade vor, das wäre einfach krank. Aber stellt euch vor, Neymar wird nicht gewählt zum Beispiel und dann hauen sie statt Neymar einfach einen Spieler wie Mbappé rein. Wäre einfach krank, Mbappé als Team of the Year-Karte, alter Schwede. Und übrigens, manche fragen, Once-to-Watch-Karten, zählen die für das Team of the Year, wenn es dann rauskommt? Da zählen so Karten wie Informs, Man-of-the-Match-Karten, dass sie geupgradet werden, aber keine Team of the Year-Karten und ich denke mal auch keine Team of the Season-Karten. Ja, das war's dann dazu. So wie es aussieht, am 15.01. wird das Team of the Year dann erscheinen. Kurz davor wird es natürlich einen Market Crash geben. Am 8. wird man dann anfangen können zu wählen. Eine Woche später, am 15. wird das Team of the Year erscheinen. Somit werden von 8. bis zum 15. die ganzen FIFA-Spieler ihre Spieler verkaufen. Somit wird es dann nochmal einen fetten Market Crash geben. Werde ich dazu noch ein Video machen. Aber ihr könnt euch schon mal merken, dass ihr da vielleicht einkaufen könnt, falls es der Fall ist. Wie gesagt, es ist ein Leak. Es ist keine hundertprozentige Bestätigung, dass es rauskommen wird, aber es ist eben sehr wahrscheinlich. Das heißt, Jungs, zeigt es euren Freunden, teilt das Video, wie ihr möchtet. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich iamtabak, genauso wie mein YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, Jungs. Lasst einen Kommentar da, ich lese wirklich alles, ich beantworte auch alles und dann würde ich sagen, bis morgen, euer Tabak, haut's rein, ciao.